Aktuelle Einblicke in unser Depot Part 2, die Aktien, die nicht ganz so gut gelaufen sind. Vorweg, wenn du die positiven Aktien und die einleitenden Worte noch nicht gehört hast, würde ich dir empfehlen, erst dort vorbeizuschauen und dann wiederzukommen. Andererseits, wenn du dich nur für die negativen Aktien interessierst, dann kannst du auch gerne erstmal hier bleiben und dir im Anschluss das andere Video anschauen. Ja, wir haben ein 3 Millionen Euro Depot hin auf Cashflow-orientierte Aktien. Das Ganze soll ein sehr gesunder Cashflow sein. Leider haben wir natürlich auch Aktien, die nicht ganz so gut gelaufen sind, die wir uns jetzt hier einmal anschauen und uns ebenfalls die Frage stellen, welche Aktien denn plus Dividende noch positiv sind und welche Aktien vielleicht vom Investment Case auch so weit davon gelaufen sind, dass wir uns von diesen Aktien trennen wollen, trennen müssen. Fangen wir also an bei den Aktien, die nicht so gut liefen. Die erste Aktie hier ist Unilever. Alle Aktien vorweg, nochmal an der Stelle der kurze Hinweis, haben wir in dem anderen ersten Teil des Videos bereits besprochen. Unilever, eine Aktie mit minus 0,31%, eigentlich eine sehr neutrale Rendite. Jetzt muss man sagen, ja, die Aktie ist im Negativen, aber Unilever bekommen wir seit 1 bis 2 Jahren unsere 3 bis 4% Dividendenrendite. Das heißt, hier anstatt nur 300 Euro minus nochmal 7 bis 8.000 Euro an Bruttodividende. Das heißt, insgesamt ist die Aktie eigentlich im Plus, natürlich nur gesehen von der Kursperformance im Negativen. Ähnlich sieht es aus bei LC Properties. LC Properties ist ein REIT, das heißt, wir haben hier eine Aktie, der zunächst von den Zinssenkungen, von denen wir ja für die nächsten Jahre ausgehen, profitieren könnte. Aber auch eine Aktie, die im Bereich der Gesundheits-, Altersvorsorge, Seniorenhousing und Co. tätig ist. Das heißt, auch ein Bereich, der sehr spannend ist, eventuell eine Aktie, von der wir doppelt profitieren können. Plus eine Dividendenrendite von 7, 8, 9%, je nachdem, wann man hier drauf schaut, muss auch erstmal erwirtschaftet werden und dann natürlich noch Kursgewinne draufzupacken, ist echt nicht schwierig. Dazu müssen wir sagen, auch LC Properties hatten wir anfangs mit deutlich mehr Kapital als 100.000 Euro bei uns im Depot. Das heißt, hier natürlich doppelt schwierig, dann eine positive Kursperformance hinzukriegen. Minus 5% ist natürlich trotzdem schade. Total Return ist positiv. Hier müssen wir natürlich auch da ein bisschen drauf schauen, dass uns der Kurs langfristig nicht zu weit nach unten abhaut. Denn dann wäre das natürlich auch kein Investment Case verglichen mit den Aktien, die wir weiter oben hatten, die deutlich positiver performt haben. Coca-Cola, hier kommen wir jetzt langsam in den Bereich, der dann ziemlich 0 auf 0 aufgegangen ist. Auch hier bekommen wir natürlich Dividenden mit minus 8%, ist das hier nahezu ein Nullsummenspiel, wenn wir die Dividenden mit dazu rechnen. Coca-Cola natürlich ein Unternehmen, was jeder kennt. Im Unternehmen ist es einigermaßen gut gelungen, Preissteigerungen weiter an die Kunden zu geben. Besser als zum Beispiel Unilever, ähnlich gut wie Pepsi. Aber ja, die Kursperformance ist hier trotzdem nicht so gut. Natürlich spielt auch so ein bisschen der ja, gesundheitsbewusste Gedanke mit rein, der für Coca-Cola, für Pepsi, Hershey, für alle Unternehmen, die auch Schokolade oder ja, Genussprodukte, die vielleicht nicht nur Obst und ja, gesunde Sachen sind, produzieren, ja, erstmal etwas auf den Kurs gedrückt. Dementsprechend Coca-Cola minus 8%. Da müssen wir mal abwarten, wie das hier langfristig weitergeht. Aber ein Traditionsunternehmen, natürlich vielleicht nicht unbedingt die Marktrendite, aber auch kein schlechtes Unternehmen. Ja, British American Tobacco, darüber kann man schon mal deutlich negativer philosophieren. Ähnlich wie bei Coca-Cola, auch ein Nullsummenspiel. Ja, minus 15% im Kurs ist hart. Dafür gab es hier zeitweise 10% Dividendenrendite. Auch wir haben hier schon ordentliche Dividenden bekommen. Jetzt natürlich das Thema Tabak. Will man in Tabak investieren? Gesundheitlich vermutlich nicht. Aber als Investor, das hat mir schon öfter gesagt, muss man so ein bisschen ja, die ein oder andere ethische Brille niederlegen. Definitiv nicht alle, ganz klar. Und das muss jeder auch für sich selbst definieren, in welche Aktien, in welche Geschäftsmodelle man investiert. Für uns der Tabakbereich, ja, langfristigen Bereich, der natürlich im Umbruch ist, aber auch noch positive Renditen liefern kann. Sehr gute Dividenden, sehr gute Ausschüttungsquoten. Deswegen bleiben wir bei British American Tobacco erstmal dabei und hoffen natürlich entweder auf noch höhere Dividenden oder so langsam einfach mal wieder auf etwas Kursperformance. Bei Realty Income, einer der REITs, die bei uns im Negativen sind,
Was natürlich sehr, sehr schade ist, denn wir haben hier ein nahezu brillantes Unternehmen, was seine Unternehmens-, seine Lagerräume, seine Immobilien an wirklich sehr, sehr viele Mieter sehr, sehr gut vermieten kann. Wir haben hier sehr gute Umsatzzahlen, leider natürlich auch eine gute Zinslast. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum Realty Income hier momentan etwas leidet. Vielleicht auch die verhältnismäßig niedrige Dividendenrendite im Vergleich zu anderen REITs, aber hier um die 5% und sehr, sehr gute prognostizierbare Ausschüttungen, die jeden Monat kommen, fast schon jedes Quartal leicht erhöht werden. Natürlich Steigerungsraten hier nicht so gut, aber die Cashflows passen. Der Adjusted Funds passt zur Dividende. Von daher auch für uns weiterhin eine Aktie, die wir im Depot haben wollen. Kommen wir zur BASF, eine Aktie, die deutlich mehr Federn gelassen hat, auch definitiv begründet. BASF ist im Bereich der Chemie tätig, für uns nach wie vor eine sehr, sehr spannende Branche. BASF ist hier auch definitiv nicht die schlechteste Aktie, leider gehört sie momentan aber schon zu den schlechteren insgesamt. Das Ganze hat viele Ausgangssituationen, natürlich der Wirtschaftsstandort Deutschland, der das Thema der Gewinnmaximierung nicht unbedingt mit hohen Strompreisen und Co. fördert, aber auch das Management, was momentan etwas im Umbruch ist, vielleicht hier nicht unbedingt im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen. Wie gesagt, bei BASF ist nicht alles schlecht. Das Unternehmen ist momentan im Umbruch. Hier werden neue Investitionen getätigt, vielleicht auch in anderen Bereichen etwas umstrukturiert. Die Dividendenpolitik soll aufrechterhalten werden. Hier ist auf jeden Fall die Kennzahl der Ausschüttungsquote für uns spannend, wenn dauerhaft natürlich aus dem Bestand die Dividende bezahlt wird. Das heißt, die Ausschüttungsquote insgesamt über dem Free Cashflow ist, was BASF erwirtschaftet, ist das total ungesund. Das heißt, hier soll die Dividende dann auch wirklich reduziert werden. Das Ganze kann natürlich auf Aktionärsseite nochmal zu einem deutlich höheren Abverkauf führen. Das heißt, hier müssen wir es relativ eng beobachten, auch die News verfolgen. Und sollte es hier wirklich schlechte News geben, kann es passieren, dass wir sehr kurzfristig verkaufen. Ansonsten würden wir uns bei BASF auch noch zurücklehnen. Die Dividende ist bei 3,40 Euro ungefähr. Auch Dividendenhöhen von 2,50 Euro wären hier definitiv noch sehr, sehr positiv, denn wir haben nun mal eine sehr hohe Dividendenrendite. Das Unternehmen, ja, es erwirtschaftet weniger Geld, es wächst viel langsamer, ist sehr margenschwach, aber hier müssen wir einfach mal abwarten und im Zweifel uns auch mal eine neue Aktie suchen. Vielleicht noch nicht der konkreteste Handlungsbedarf, ähnlich wie bei der Porsche Automobil Holding. Hier haben wir zwar Kursverluste von knapp 30%, aber trotzdem eine Bewertung, die sehr, sehr günstig ist. Auch zu Recht, eine Volkswagen und Co. wird zu Recht etwas von der Bewertung her reduziert. Wir haben momentan E-Auto-Strategien, wir haben momentan Margendruck von anderen Playern auf der gesamten Welt. Wir haben auch die ein oder anderen Probleme im Management, die hier auch mal angegangen werden. Aber die Holding, die nun mal Volkswagen besitzt, die nun mal Porsche besitzt und natürlich einen riesigen Abschlag hat auf den intrinsischen Vermögenswert. Wir haben hier teilweise Kurs- und Buchverhältnisse, die auf ein Jahr, also das Unternehmen, die Porsche Holding, kann innerhalb von einem Jahr mehr Umsatz erwirtschaften, als das ganze Unternehmen an der Börse wert ist. Das heißt, wir sind hier wirklich massiv günstig bewertet. Vielleicht dauert es hier einfach mal 2-3 Jahre, bis der Markt das Ganze auch erkennt. Vielleicht das Management ein paar Entscheidungen trifft, die momentan ja auch hier anstehen. Wer das noch nicht weiß, der kann das Ganze einfach mal googeln oder in die Kommentare schreiben, wenn ihr dazu mal ein eigenes Video haben wollt. Die Holding günstig, sie kann natürlich auch noch weiterfallen, definitiv, aber für uns eigentlich eine Turnaround-Chance, bei der wir uns einigermaßen sicher sind, dass wir viel Zeit mitbringen müssen, dafür aber hoffentlich auch irgendwann belohnt werden. American Tower minus 30%, für uns Basisinvestment tatsächlich mittlerweile. Wir brauchen Funktürme, wir brauchen 5G, wir brauchen Konnektivität für alles Mögliche, auch für KI. Die Aktie, ja, wir haben sie vielleicht einfach zu teuer gekauft. Prinzipiell schade, aber die Aktie hat sich wieder ein bisschen nach oben entwickelt. Wir müssen hier mal ein bisschen auf die Margen schauen, aber wir haben einen sehr, sehr breiten Kundenstamm, ein Geschäftsmodell, was langfristig auch weiterhin funktionieren wird. Wir haben ein bisschen Konkurrenz im Satellitenmarkt mit SpaceX und Co., aber trotzdem nicht für diese Menge, nicht für diese Datengeschwindigkeit. Da ist American Tower als einer der REITs in diesem Bereich wirklich unserer Meinung nach gut aufgestellt.
Jetzt kommen wir zu zwei Aktien, zu denen wir eigentlich noch gar nicht so viel sagen wollen, denn diese beiden Aktien sind, ja, wir sagen es ganz offen, auf der Abschlussliste bei uns im Depot. Bei einer 3M dachten wir irgendwann mal, sollten sich die ganzen Gerichtsstreitigkeiten zu einem guten wenden. Natürlich wird das Ganze viel Geld kosten. Wir haben auch mit 5 Milliarden gerechnet, aber die ersten Vergleiche sind besser ausgefallen als erwartet. Trotzdem zieht sich das ganze Thema wirklich wie Kaugummi. Wir haben hier extremen Druck auf die Ausschüttungsquote, denn wir müssen mit den Strafzahlungen einfach einen großen Teil vom Free Cashflow abschreiben. Das Thema der Dividende ist natürlich schade, dass wir das ein bisschen einklammern müssen. Vielleicht schafft das Unternehmen auch, die Dividende gleich zu halten. Trotzdem wird mit dem 1 Cent ja, Dividendenwachstumsraten hier natürlich nach außen hin, ja, das Unternehmen steigert Dividenden auch nur alibimäßig, reicht für uns langfristig nicht. Die nächsten 5 Jahre, ist jetzt einfach mal unser Zeithorizont, werden wir mit 3M vielleicht, also ja, vielleicht auch doch, aber zu unserer Vermutung nach einfach nicht so viel Geld verdienen wie allein mit dem MSCI World ETF. Das Ganze kann definitiv sich auch ganz anders entwickeln. Aber so nach und nach sind die Wachstumsaussichten, die wir für 3M haben, nicht mehr ganz so positiv. Wir erzählen das Ganze jetzt, bevor wir die Aktien verkauft haben, ist vielleicht für uns nicht so gut. Wir haben die Aktien ja noch im Depot und wer weiß, ob wir sie überhaupt verkaufen. Aber 3M definitiv einer der Kandidaten bei uns auf der Abschlussliste. Ähnlich wie Bayer, ihr seht es schon, minus 49%. Das Thema Bayer, auch da ist der intrinsische Wert für uns höher, als er momentan gespielt wird. Für uns ist der Bayer mittlerweile nicht mehr Kandidat, bei dem die einzelnen Geschäftsbereiche mehr wert wären als der Gesamtkonzern. Bei uns ist Bayer inzwischen eigentlich schon fast ein Übernahmekandidat. Und das ist natürlich nicht unbedingt schön, einen Überkandidat bei sich im Depot zu haben, ohne die Fantasie zu haben, dass hier wirklich die Übernahme gespielt wird. Hier könnte der Kurs natürlich schnell mal 10%, 20%, 30% nach oben springen. Aber wollen wir das Ganze wirklich ab- oder aussitzen? Wollen wir darauf warten? Wollen wir ein Unternehmen haben, was Tag für Tag mit schlechten News hervorsticht? Ist natürlich sehr, sehr schade. Wir haben an Bayer geglaubt. Ein gewisser Restglaube ist da auch immer noch. Aber wenn wir uns die Kennzahlen anschauen, wenn wir uns so ein bisschen das Verhalten vom Management anschauen, muss man hier einfach ganz ehrlich sagen, dass sich Bayer nicht unbedingt zum Positiven entwickelt. Das heißt, wir haben 3 bis 4 Kandidaten, bei denen wir momentan etwas genauer hingucken, wann wir die verkaufen. Alternativen dazu haben wir eigentlich so ein bisschen schon auf dem Schirm. Dazu hatten wir euch ja zum Beispiel mal Watchlist gemacht für 2024 oder auch die für Februar. Wir wollen es dieses Jahr auch jeden Monat wieder ein bisschen durchziehen. Und insgesamt kann man sagen, war das in dieser Form das letzte Depot-Update. Denn wir wollen uns ja, wie wir eben schon gesagt haben, zumindest mal geringfügig etwas neu positionieren. Und all das erfährst du, wenn du den Kanal abonnierst und als Investor, Millionär oder als Privatier, ergo als Kanalmitglied, bekommst du diese Infos sogar vorab. Wir posten das, wenn wir Aktien kaufen oder verkaufen, dann das Video kommt etwas früher. Ansonsten klingel einfach gerne die Glocke, denn da wirst du benachrichtigt und sobald das Video öffentlich zugänglich ist, bekommst du mit als einer der ersten Zugang zu dem Video. Ja, lass uns mal bis dahin in den Kommentaren gerne wissen, wie du diese 3, 4 Aktien siehst, die wir auf der Abschlussliste haben. Lass uns gerne wissen, ob du auch noch andere Aktien auf der Abschlussliste dabei hättest und vor allen Dingen, und da sind wir wirklich auf Feedback von dir, von der Community angewiesen, welche Aktien würdet ihr euch wünschen in der gleichen Branche oder ja meinetwegen auch in anderen Branchen als Ersatz. Das heißt, wenn wir mit 300.000 Euro 3 Aktien besparen dürften oder du mit 300.000 Euro 3 Aktien besparen dürftest, welche wären das momentan? Bitte keine Beschneidungen, aber für alle anderen Tipps sind wir euch sehr, sehr dankbar. Die Aktie sollte schon eine gewisse Dividende bezahlen, aber das weißt du, du kennst unseren Aktienansatz mittlerweile. Wir freuen uns auf jeden Fall da auf schönes Feedback und sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder mit vermutlich einer etwas anderen Aufstellung.